Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 30. Und wollte gerade sagen, wir können einen Punkt verteilen, aber nein. wir waren dabei, die Borgen zu killen hier. Machen wir doch mal weiter. Oh, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen ausgeschweift, deswegen bin ich ein bisschen ausgeschweift über Looking for Members. In der Anfangszeit von Looking for Group. Wie gesagt, es war eine coole Zeit. Und manchmal konnte man auch teilweise echt nur heulen. Ich gehe aber mal kurz zurück in die Stadt, weil ich muss ein bisschen verkaufen. Ich habe die Taschen wieder rappelvoll. Schicken wir direkt auch ein bisschen Post wieder weg. Wir haben schon coole Sachen wieder gesammelt. Hier ein toller Stab für Stufe 19. Oh. Das könnte meine Hexe gefallen, aber ich glaube, die Stufe 11 oder so. Oder 12. Geht ja recht schnell hier. Nachher mal gucken. Hier noch eine Donnerbüchse. Unsere blaue Waffe ohne Stats ist besser. Die hat mehr Schaden pro Sekunde. So. Das. Ne, das war halt nur noch. Noch abgeben. Naja, so viel können wir gar nicht verschicken, wie ich gedacht habe. Seide kann man noch wegschicken. Schwertleder. Warten wir. Okay, jetzt weiter. Na gut. Aber dann können wir wieder verkaufen. Kann ich euch helfen? Klar kannst du uns helfen. Du kannst uns helfen bei den Taschen lernen. Das. So, dann gehen wir weiter. Die Walkenplage. Hup. Kurz und siebisch und reparieren den ein. 7 Kupfer. So müsste das immer sein. Aber leider steigert sich das ja, je nachdem, was man für Klamotten hat. Wenn man epische Sachen nachher hat, kann es richtig teuer werden, vor allem bei Platte und bei schwerer Rüstung. Teilweise habe ich in meinem Krieger, ich glaube, über die 100 Gold, 150 Gold, je nachdem wie kaputt ich war, weil ich habe mich gerne repariert, weil es halt teuer war. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Oder damals, wenn ich an unseren Tank denke, der hatte nie Geld, weil er immer alles ausgegeben hat, entweder fürs Reparieren, für Tränke, weil der gute war Schmied. Und Bergbau hat er, glaube ich, gemacht. Aber nehmen wir auf der anderen Seite. Gut. Aber wie gesagt, er hatte nie Kohle. Er wurde dann teilweise finanziert von seiner Freundin oder seiner Frau. Die war lustigerweise Heilerin. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Obwohl ich letztes Jahr das Video eingestellt hatte. Ich hab's mir angeguckt, aber ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich fand das, oder finde das gar nicht mal so schlecht, wenn du mit deinem Lebensgefährtin oder Lebensgefährten, je nachdem, zusammen ein Spiel spielst. Vor allem so ein zeitintensives wie WoW. Weil ich denke, wenn du das nicht machst, dann verliert man sich. Das ist ja scheiße. Unbedingt für ein Spiel sich aufgeben, je nachdem wie lange man dann schon zusammen ist. Ist auch kacke. Ich hatte Freunde, weiß nicht, sag mal Freunde oder Bildungsfreunde. Die haben sich durch WoW kennengelernt, sind dann nachher auch zusammengezogen.
sind immer noch zusammen. Wir haben damals, ja, ich glaube, er damals mit Plastik angefangen. Und die auch mit Burning Crusade, die haben wir dann kennengelernt. Wir sind dann irgendwo zusammen in eine Gilde gekommen. Haben dann viel miteinander gespielt, viel Teamspeak haben wir gemacht. Und die, weil die nicht so weit auseinander lebten, oder lebten, mittlerweile lebten sehr zusammen, haben sie halt immer besser oder näher kennengelernt. Und ja, und jetzt sind die schon, boah, lass mich lügen, ich glaube, 6 Jahre oder so zusammen. Ja, die Zeit vergeht oft schneller als man denkt. Das ist ja mit allem so. Sehe ich immer an meinen Bekannten, wenn die zu Besuch kommen mit Kindern. Boah, was sind die groß geworden? Ja, wie gesagt, die Zeit vergeht immer ziemlich schnell. Ist dann, glaube ich, egal, was man tut. Aber Mana? Ey. Aber das fand ich auch immer toll, Teamspeak. Was dann gespielt? Mit anderen Leuten unterhalten. Und ich glaube, das hat viel das Spiel ausgemacht. Oder macht es immer noch aus. Wenn man einfach noch spielt, ein bisschen alt, man hat ein Thema. Ich denke, dass darum ist WoW auch so groß gewesen, oder groß geworden dann. Weil es auch eine ziemlich große Community hat. Männer und Frauen. Darf man ja nicht vergessen, ne? Das ist ja gigantisch. Zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, wie viel gespielt haben. Am Anfang von Wonders of Draenor haben ja auch wieder ganz, ganz viele angefangen zu spielen. Aber leider nicht lange. Weil die haben dann auch irgendwann, wenn sie 100 waren oder so, gesagt. Oh, es war zwar schön nochmal zu spielen. Je nachdem, gespielt habe, wenn ich so bei uns denke, an unseren Gilder damals denke, wo ich dann noch gespielt hätte. Da sind sie gekommen. Die kannte man eigentlich gar nicht. Waren dann zwar noch teilweise in der Gilde, aber ich habe gedacht, wie kann das denn sein? Die haben dann gespielt, die haben auch nicht viel gesagt oder so. Dann bist du zwar ein, zwei Instanzen mal mit denen gegangen, bist ein bisschen ins Quatschen gekommen, hast dann rausgehört, dass die dann auch schon damals angefangen hatten mit Burning Crusade oder mit Vulkar. Denkst du, ah, stimmt. Den kennst du damals aus der Kramas. Was ich auch traurig manchmal fand, die Leute, die einfach gegangen sind, ohne irgendwas zu sagen. Die waren dann einfach weg. Egal, was es war, ob Stank, ob Heiler, DD, ist ja scheißegal. Ging ja um den Menschen auch. Die waren dann einfach weg. Puff. Ja, okay. Keiner hatte mal was gehört. Und wenn man dann eine Handynummer oder so hatte, was bei uns relativ oft war, hast du dann versucht mal anzuschreiben oder so, hey, wie geht's, was machst du, wo bist du, warum hast du keinen Bock mehr? Man hat auch nie eine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob die das dann gemacht haben, weil sie dann sich nicht rechtfertigen wollten, warum sie aufgehört haben oder so. Aber weiß nicht. War schon traurig, war wirklich traurig.
Nicht wegen Spielen oder wegen zusammen Spielen, sondern weil man halt in dem Sinne einen Freund verloren hat, mit dem man gerne gequatscht hat. War dann einfach weg. Viele haben dann auch aufgehört, weil derjenige oder so dann nicht mehr da war, weil die haben dann gesagt, eigentlich habe ich fast nur gespielt wegen ihm, weil man konnte sich mit ihm gut unterhalten. Jetzt, wo der weg ist, sehe ich jetzt nicht mehr so den großen Sinn. Nichts gegen euch. Der nächste weg. So schrumpfte dann die Gilde oft und hat neue eingeladen. Was auch oft war, dass man sich entweder mit den neuen oder allgemein irgendwann nicht mehr so gut verstanden hatte, wegen irgendwelchen meistens Kleinigkeiten eigentlich. Wegen Schwachsinn. Hat man sich gestritten, ist aus der Gilde gegangen, hat nirgendwo mehr großartig Anschluss gefunden. Manche haben auch größeren Anschluss gefunden, sind dann erfolgreicher im Spiel geworden. Für die ja ganz toll. Aber schade um die Freundschaft. Ich fand das oft schade, dass man sich auch nicht mehr gesehen hatte, also im Spiel dann gesehen hatte. Und die Level ab. Weil man hat ja schon viel zusammen erlebt, auch wenn es nur digital ist, aber trotzdem. Es verbindet ja trotzdem. Man hat ja ein gemeinsames Interesse. Man spricht viel miteinander. Und ich denke mal, das verbindet. Weil man hört ja viele Sachen, weil man kommt ja irgendwann ins Reden und erzählt und erzählt. Und man lernt mehr. Wow, das ist ziemlich dran. Man lernt den anderen ja immer mehr kennen. Und wenn solche Leute dann, womit man sich recht gut verstanden hat, einfach gehen, das ist dann halt traurig. Aber wie gesagt, das ist halt öfters passiert. Das hört sich irgendwie doof an, mit dem viel erlebt oder so. Aber man hat ja zusammen irgendwas versucht zu schaffen. Wenn es dann irgendwann funktioniert hatte, war man ja richtig stolz auf einen. Auf sich selber, auf die Gruppe. Und das war richtig cool. Und dass du das gemacht hast oder so, hat man ja auch gesehen. Nachher durch Erfolge und am Anfang halt durch die jeweiligen Klamotten. Wie zum Beispiel das T6 oder das T5. Da wusstest du, wer geht raiden? Manche haben, aber auch immer nur gesagt, ja, die, na, wer heißt es denn jetzt? Poser, die Poser. Es gab damals auch eine Gilde, die war ganz berühmt auf dem Server. Das war Noxa. Haben die auch mal gesagt, die Poser. Die haben manchmal auch dann Leute gesucht, die wurden dann auch mal recht schnell voll, weil man wusste, wenn man mit denen mitgeht, ist es fast so 100% garantiert, dass du durchkommst. Am Anfang halt für die Klamotten und später dann auch für die Erfolge. So kommt man von Stöckchen über Steinchen auf irgendwelche Themen. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. So. Ja, man konnte, wie gesagt, schon vieles, vieles erleben. Wenn man denn wollte. Es gab ja auch die Leute, die dann eigentlich gar keinen Bock hatten zu spielen. Das fand ich auch immer gut. Ja, wie lange spielst du denn schon? Ja, schon ein paar Jahre. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu spielen. Habe ich auch ein paar Mal erlebt. Zwar nicht sehr oft, aber ein paar Mal. Die dann sich teilweise, sind die dann immer mit Raiden gegangen. Danach haben die nicht gespielt, nur zu den Raid-Tagen waren die online. Und manchmal gezwungenermaßen, weil sie mussten ja auch was zu Gildenkasse, sage ich mal, dazu steuern.
Weil bei uns war das damals so, dass man Sachen auf die Bank gelegt hat. Und dann war dann ein Alchemist oder auch ein Koch. Wir haben das dann alles zusammengebaut. Oder du hast direkt die Tränke fertig auf die Bank gelegt. Weil die haben wir dann über die Gilde bekommen. Das heißt, jeder hat seinen Teil dazugegeben. Entweder hat er Kohle dazugegeben, die fertigen Tränke, die Zutaten. Also war halt gewährleistet, dass jeder was dabei gibt und dass, wenn man raiden geht, immer gut ausgerüstet ist. Sprich, man war verzaubert, man war gesockelt, was manchmal auch unüblich ist, und man war mit Tränken versorgt und barfuß. Man musste alles rausholen, was geht. Und manchmal, ich habe das oft gesehen, wenn ich jetzt LFR oder so gegangen bin, dass du oft Leute dann dabei hattest, die waren nicht gesockelt, die waren nicht verzaubert. Na gut, Tränke im LFR fand ich jetzt nicht so wichtig. Aber je nachdem, wie oft schon an dem doofen Typ gestorben ist, hast du schon mal einen Trank eingeworfen oder ein Fläschchen. Es gab ja dann auch die kleinere oder kleineren Flächen. In Renor und in Pandaria. Je nachdem, was du gespielt, also was du vom Beruf warst. Was ja auch dieses Endlosflächen hat. Und selbst das hatten manche Leute gar nicht. Selbst wenn sie Alchemist waren. Das war ja nachher quasi von Apfel und Ei hinterhergeworfen. Aber gesagt, das hat man öfters gesehen. Leute, die also Raid-Tagen online waren, die dann gesagt haben, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu spielen, aber ich spiele trotzdem noch wegen meinem Freund, Freundin, wegen der Gilde oder einfach nur, damit ich mit euch im Test sein kann. Weil die wurden dann auch oft gefragt, kannst du nicht mitkommen, weil uns fehlt ein DD, ein Tank. Dann haben wir gesagt, ja klar, ich komme mit und ja, entweder manchmal kann man so wieder ins Spiel rein. Oder man hatte wirklich keinen Bock mehr. Dachte, oh, für eine halbe Stunde gehe ich mit. Nur das Lustige fand ich persönlich daran, dass die haben ja auch die Kohle dafür bezahlt. Die haben die 13 Euro trotzdem bezahlt, obwohl sie eigentlich gar keinen Bock hatten. Das war dann das Widersprüchliche, fand ich persönlich. Die haben dann Kohle bezahlt für ein Spiel, worauf sie keinen Bock haben, trotzdem spielen, weil sie so keinen haben, mit dem sie quatschen können. Das haben sie dann hier mit irgendwem gequatscht. Nachher sind das dann auch Leute geworden, die waren dann nachher nur noch im Test. Weil sie irgendwas zu tun haben wollten, haben sie sich dann wieder angemeldet oder wieder bezahlt. Ja, dann haben sie weitergespielt. Dann gab es ja auch die ab und zu. Die auch ein Zuspieler oder die Alles-Ausprobierer, wie ich die gern genannt habe. Weil die haben dann, es kam dann alles raus. Ion und dann Ion gespielt und aufgehört, dann hast du teilweise auch nichts von denen gehört oder ab und zu TS gesehen. Und dann haben sie irgendwann wieder mit WoW angefangen, weil entweder waren da die Leute, mit denen man lieber was gemacht hatte. Oder die, die gesagt haben, eigentlich ist das Spiel kacke. Und die haben dann viel teures Geld dafür bezahlt. Teilweise sich auch die Beta-Version gekauft. Beziehungsweise die vorab bestellt und Beta gespielt und allerlei Unsinn. Die dann gesagt haben, eigentlich scheiße. Aber ich dachte, gut. Zum Glück hast du es dir nicht gekauft. Ich habe auch schon ein paar Mal, oder damals ein paar Mal überlegt, sollst du nicht auch mal probieren? Ich habe dann meistens gewartet, bis es dann irgendwann irgendwo kostenlos runterladen konnte. Sprich für Privatserver-Gedöns oder so. Einmal habe ich mir auch ein Spiel gekauft. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich habe gedacht, eigentlich Kacke. Hätte ich ja auch sparen können. Hätte ich ja an den anderen sehen können. Ah, so macht jeder mal seine Fehler. Aber nur aus Fehlern wird man schlau.
Nun ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und wir sind auch schon mal 6%. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich in nächster Folge auch die 30 voll bekommen und in Schlingsonntag gehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns.